Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Albo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Survival 1x1. Heute probiere ich eine Survival-Methode zur Wassergewinnung aus. Ein geiles Projekt, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Dir ebenso viel Spaß beim Zuschauen. Die kleine Survival-Technik, die ich euch heute zeigen möchte, braucht vor allen Dingen zwei Gegenstände. Gegenstand A ist ein Grabgerät. Wir haben hier einen Klappspaten. Jetzt hat man natürlich auf einer Survival-Situation selten einen Klappspaten dabei und muss sowas oftmals improvisieren. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr ein Messer dabei habt und das sehr grob ist, würde ich euch nicht empfehlen, das zu benutzen, sondern euch einen großen Stock zu suchen, möglichst breit, und den flach vorne anzuschnitzen, wie eine Art Pfannenwender, um damit vernünftig graben zu können. Etwas mühsam, aber absolut möglich. Natürlich könnt ihr den Stock auch einfach abbrechen und möglichst gucken, dass dann die Splitter vorne, ja, sagen wir mal, spitz sind, damit ihr damit graben könnt. Gegenstand B ist eine kleine Plastikplane oder ein Müllbeutel, undurchlässiges Material in dem Sinne, das ungefähr so 1x2 Meter breit ist, je nachdem natürlich, wie groß ihr diesen Versuch aufbauen wollt, beziehungsweise wie groß ihr dann eure Grube später machen wollt, um möglichst viel Wasser rauszubekommen. Wenn ihr keine Plane dabei habt oder ähnliches, könnte es vielleicht möglich sein, das weiß ich aber nicht genau, ein großes Dschungelblatt zu benutzen, falls ihr euch in einem solchen aufhaltet. Da würden mich mal Kommentare interessieren von euch, ob ihr jemanden kennt, der das schon mal ausprobiert hat mit einem Blatt. Ihr seht ja dann gleich, wie der Versuchsaufbau genau ist. Ja, was ist jetzt eigentlich die Theorie hinter dem Ganzen? Wir wollen eine Grube graben und dort Verdunstungsmaterial hineinlegen. Das heißt entweder zum Beispiel Blätterwerk und ähnliches oder Schalen mit verunreinigtem Wasser, um das Wasser zu destillieren. Oben drüber spannen wir eine kleine Plane über die Grube und lassen sie in der Mitte ganz leicht durchhängen. So steigt das Wasser, was sich in zum Beispiel unseren Eimern befindet oder hier in unseren Ranken und Blättern und ähnlichen, über die Nacht oben an die Plane ran, kondensiert dort, läuft runter an der Plane und tropft dann in der Mitte runter, und dort stellen wir ein Auffanggefäß hin. So kann man natürlich zum Beispiel das Wasser, das man dort extra hineinstellt, was verunreinigt ist, destillieren, denn die dreckigen Schwebstoffe und ähnliches bleiben dann unten drin, während das gute Wasser kondensiert. Oder wir können sogar zusätzliches Wasser gewinnen, indem wir die Ausdünstung benutzen von unserem Blätterwerk, Rankenwerk und ähnlichem. Die besten Bedingungen für so einen Versuch sind deutliche Unterschiede zwischen kalt und warm, also Nacht und Tag. Dort kann dann am besten die Verdunstung einsetzen und es dann oben an der Plane kondensieren. Wie ihr seht, haben wir Winter. Die Temperaturunterschiede sind nicht so groß, wie sie im Optimalfall wollen. Die Optimalbedingungen dafür zum Beispiel sind Wüste. Dort ist es nachts sehr kalt und tagsüber sehr warm. Ich werde den kleinen Versuch jetzt hier durchführen, werde mir eine Grube graben und das alles anordnen, wie ich es euch gerade erzählt habe. Werde dann morgen wiederkommen und dann gucken wir mal zusammen, wie viel Wasser wir so generieren können, selbst unter eher mäßigen Bedingungen, wie wir hier gerade haben. Ja, wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich die Grube gefüllt, vor allen Dingen mit Brombeerblätter, die habe ich hier ohne Ende, die Sträucher wachsen hier und nehmen den Bäumen sowieso nur das Licht weg. Hier drin habe ich eine kleine Schale hingelegt und ja, jetzt werden wir das gleich mal abdecken und dann werden wir morgen mal gucken, ob hier drin sich Wasser gesammelt hat, selbst unter den schlechten Bedingungen, die wir haben. Ich hoffe es ja. So, wir gucken jetzt, wo genau unsere Schüssel ist. Ungefähr da. Ziehen es stramm und legen genau darauf. So. Sollte das so passen. Jetzt müssen wir nur noch alle Enden beschweren und ein bisschen tarnen, damit hier niemand, der vorbeikommt, denkt, ha, wer hat denn hier wieder seinen Müll in den Wald geschmissen? Nein, nein. Das nehme ich morgen natürlich alles wieder mit. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal morgen, ob das alles so geworden ist. So, wir haben den nächsten Tag. Ich bin hier hingekommen und da ist mir natürlich gleich erstmal, als ich die Stelle schon mal kurz eben ein bisschen inspiziert habe, das erste aufgefallen. Natürlich ist so eine Plane, die nach innen gewellt ist, auch dafür gut, den Tau und etwaiges Runtertropfen von Bäumen oder sonst irgendwas aufzufangen. Und jetzt gucken wir uns einfach mal die Stelle erstmal an, bevor wir das Endergebnis angucken. So, wir sehen jetzt hier, ist ordentlich ein bisschen Wasser drin. Ja,
schmeckt ein bisschen erdig. Ja? Aber wisst ihr, was auch gut ist? Da drin sammeln sich da manchmal kleine Snacks, die man sich mal ein bisschen reinpfeifen kann. Ja, das war ja jetzt eher was für einen leeren Magen. Naja, gucken wir uns mal an, wie das drunter so aussieht. Ich bin schon ganz gespannt, Leute. Jawohl. Es ist nicht besonders viel, aber es ist ein bisschen was. Seht ihr? Hier ist ein bisschen Wasser drin. Hier ist noch eine kleine Spinne. Dich will ich gerade nicht. Ja. Ist ein bisschen Dreck drin. Ja, jetzt haben wir hier das Wasser drin. Ich würde schätzen, das sind höchstens 50 bis 100 Milliliter. Ja. Aber kosten wir erstmal. Mhm. Hat diese standard erdige Note von Wasser, das so aus Pflanzen direkt rauskommt. Ja, es schwimmt auch ein bisschen Dreck hier und da drin. Aber an sich völlig trinkbar. Alles gut. Und in einer Notsituation wäre diese Menge jetzt schon absolut lebensrettend. Also top, dass das funktioniert hat. Erde. So, kommen wir mal am Ende noch so zum Fazit. Also, erstmal super geil, weil ich habe viel weniger erwartet bei dem Wetter, das wir haben. Ja, wie gesagt, ich habe ja schon mal erwähnt, die Wetterbedingungen sind hier nicht optimal, solange es kalt ist. Ja, es muss ein möglichst großer Unterschied zwischen Tag und Nacht herrschen, um möglichst viel Kondensation zu erreichen. Vielleicht könnte man das auch ein bisschen beschleunigen, indem man eine Glut oder ein, zwei Glutstücken abends da reinlegt oder so. Das werde ich vielleicht demnächst auf dem Survival-Abenteuer, das ich geplant habe, mal ausprobieren. Ja, mal gucken, ob das was bringt. Das würde mich jetzt noch sehr interessieren. Aber insgesamt hat es erstmal funktioniert, selbst unter Bedingungen, die an 0 Grad sind. Ja, also die Nacht über hatten wir ungefähr 0 Grad. Jetzt ist es gerade ein bisschen wärmer geworden. Ja, aber das funktioniert. Und wie gesagt, in einer richtigen Survival-Situation hätte ich damit genug Wasser gehabt, um zumindest das Schlimmste zu überstehen. Ja? Man könnte jetzt natürlich noch das ein oder andere optimieren. Man könnte die Grube zum Beispiel deutlich größer noch machen. Ja? Einfach mehr in die Breite und vielleicht auch noch ein bisschen in die Tiefe. Und, das weiß ich noch nicht, vielleicht gibt es ja Verdunstungsmaterial, was jetzt Blätter und so anbelangt, das ja, etwas mehr abgibt. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt Brombeerblätter genommen. Werde ich mal mit der Zeit ausprobieren, ja, immer mal wieder, welches sich wie viel eignet dafür, und dann werden wir das mal mit der Zeit sehen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr selber schon mal eine ähnliche Technik zum Wassergewinnen ausprobiert habt oder was ihr sonst noch in eurem Fundus habt, was ihr zum Beispiel mal auf Natur benutzt habt, um euch das Leben zu retten oder ähnliches. Das würde mich mal sehr interessieren und ich bin mir sicher, da entstehen spannende Diskussionen. Also rein in die Kommentare damit. Aber wie gesagt, ein Tipp, der funktioniert, finde ich super geil, macht mich richtig glücklich, ja, und ich werde noch viel mehr davon ausprobieren. Demnächst kommen ein paar Survival-Touren, die ich mal unternehmen möchte, ja, Experimente und alles Mögliche. Und ich hoffe einfach, dass euch das Video jetzt gefallen hat, genauso gut wie mir der Versuch gefallen hat. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, dann verpasst du keine Survival-Abenteuer und Experimente mehr. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.